So, aber das hier, Herr Hammann, ist auch was Besonderes. Genau. Was ist das? Das ist ein Fahrrad made in Baden-Württemberg. Der Ministerpräsident hat ja gesagt, wir sind ein Autoland. Das weiß jeder, wir können Autos bauen. Aber die meisten wissen nicht, dass wir auch Räder bauen können. Dreis hat es zwar gezeigt, aber dann war 200 Jahre Pause. Nicht ganz so viel, aber in den letzten Jahrzehnten haben wir es völlig vergessen, dass es auch in Baden-Württemberg Radindustrie gibt. Viele Unternehmen, die das machen. Und wir haben gesagt, zum 200-jährigen Jubiläum wollen wir ein Rad haben, was weitgehend aus Teilen aus Baden-Württemberg von Firmen in Baden-Württemberg zusammengestellt worden ist. Und das ist jetzt das Baden-Württemberg-Bike, Teil unserer Rad. Und fährt sich sehr gut, wie ich bestätigen kann. Wenn ich so eins möchte, wo kriege ich das her? Oh, schwierig, das ist jetzt noch ein, ist ja praktisch ein Prototyp. Produkt, ein Prototyp. Ja. Aber mein Traum wäre es ja gewesen, dass wir 200 Stück dieser Art produzieren, jedes nummeriert mit Namen. Oh, sehr schön. Jetzt müssen wir heute noch einen Produzenten finden, der das macht und dann sozusagen einen Standardpreis müssen sich noch überlegen. Hier, ja. Aber das wäre ein tolles Teil. Oder? Aber hier, ne, E-Bike ist ja der absolute Trend. Ich habe das Gefühl, Herr Hammann, das Fahrrad ist heute kein Fortbewegungsmittel mehr, sondern ist eine Art Lebensgefühl, oder? Das war schon immer. Also das war schon damals. Das war damals noch Pionierzeit, 70er Jahre, ne? Ja. 70er, 80er Jahre war das so. Aber es war schon damals ein schnelles Transportmittel, es war sportiv, das erste Rennrad. Aber heute hat es einen noch stylischen Charakter, wie ich finde. Ja. Und mit Elektro-Zusatzmotor ist man natürlich jetzt auch schnell und kommt überall rum. Und man kann tatsächlich etliche 1.000 Euro ausgeben für so ein Fahrrad, das ist überhaupt gar kein Problem. Welche Konsequenzen hat denn das zum Beispiel für die Radverkehrswegeplanung? Wenn Sie sagen, Mensch, es gibt jetzt solche E-Bikes, die sind dann auch manchmal ein bisschen schneller. Genau, deswegen, also ich meine, die Idee von Radschnellwegen hat natürlich viel auch damit zu tun, dass mehr Fahrradfahrer unterwegs sind und die schneller unterwegs sind. Und wer täglich fährt, dem stinkt es natürlich gewaltig, wenn man alle 100 Meter halten muss, eine Kreuzung, Ampel und so weiter. Und Radschnellwege sind kreuzungsfreie, schnelle Radwege. Und das ist natürlich für Pendler ideal. Und deshalb müsste breiter werden und, und länger natürlich auch ein Stück. Ja, und ich glaube, dass Pedelec da eine große Zukunft hat.